ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Stoffwechseltraining im Sitzen. Hol dir also einen Stuhl und setz dich gleich drauf, rutsch auf die vordere Hälfte deines Stuhles und auf alle Fälle natürlich dein Brustbein anheben. Sehr gut. Wir trainieren unser Herz-Kreislauf-System. Das können wir auch im Sitzen machen. Am besten, wenn wir die Arme und die Beine einsetzen. Du kannst aber auch, wenn es dir zu wackelig wird, die Hände auch am Stuhl lassen, dann ist es etwas einfacher. Sobald du die Arme mitnimmst, wird es natürlich etwas herausfordernder. Starten werden wir jetzt ohne Arme, also die Hände mal auf die Oberschenkel legen und deine Füße abrollen am Platz. Versuche einfach nur mal die Fersen anzuheben, beweg deine Fußgelenke. Ich mache uns ein bisschen Musik an. Und wenn du möchtest, kannst du dich im Takt der Musik bewegen, muss aber nicht sein. Einfach mal versuchen. Aktiviere deine Waden, die Venen pumpen, die das Blut in den Körperkreislauf zurücktransportieren. Und vielleicht hebst du auch mit der rechten Ferse gleichzeitig deine linke Fußspitze und umgekehrt. Eine Wippe, nicht einfach. Probieren. Immer wieder dir eine Krone auf deinen Kopf setzen und natürlich deinen Atem fließen lassen. Am besten den Blick in den Horizont, vielleicht zu mir nach vorne. Und wieder in der Mitte ankommen und jetzt schiebst du einmal deine rechte Ferse nach vorne und einmal deine linke Ferse. Und wenn du möchtest, halte dich ruhig fest am Stuhl, ganz bewusst Ferse schiebt. Nochmal. Klappt? Immer noch. Letzten. Wird anstrengend in den Oberschenkeln. Halte und jetzt schiebst du immer im Wechsel die Ferse nach vorne. Schau mal. Rechts und links. Du kannst, lass deine Arme jetzt los. Und nimm nur die Unterarme und beuge und strecke. Ruhig die Arme auch kraftvoll mitnehmen. Also je mehr wir Arme und Beine in die Bewegung einbeziehen, umso herausfordernder. Tippe mit deiner Fußspitze. Nochmal die Ferse. Ferse und Fußspitze. Ferse. Fußspitze. Gleich nochmal. Fußspitze. Letztes Mal noch Ferse. Fußspitze und jetzt die Knie hoch, ein Stück anheben, hoch, 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 aufrecht bleiben. Deine Arme schiebst du jetzt nach vorne, in Brustbeinhöhe nach vorne. Lass die Arme ruhig weg. Immer noch. Acht. Geht der Puls schon etwas höher jetzt. Vier nur noch. Vier. Drei. Und jetzt versuchst du immer rechtes Ellbogen zum linken Knie und umgekehrt. Diagonal. Oberkörper mitdrehen.
Muss ja gar nicht zum Knie gelangen, der Ellbogen, die Richtung reicht schon. Vier, noch drei, zwei noch und ohne Arme. Puh, auslockern die Arme und dann versuchst du am Platz zu gehen. Also, gehen, gehen. Wenn es immer zu viel ist, mach eine Pause und vielleicht, wenn du schon gehst, nimmst du deine Arme mit. Und jetzt schau mal, die Ellbogen, die gehen auch ein bisschen nach hinten. Gut. Walken. Aufrichten. Ist nicht einfach und wird schon anstrengend für die Oberschenkel. Aber wir halten durch. Jetzt gehst du. Einfach mal raus, raus, rein. Raus, raus, rein. Klappt. Aufmachen, zumachen deine Beine. Auf und zu. Auf und zu. Und das Ganze versuchen wir jetzt so ein bisschen weiter vor, 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 vor. Ist derselbe Schritt? Wie ein Druckschrift V. So soll der Schritt jetzt aussehen. Und dann wechselst du nämlich mal mit dem anderen Bein jetzt. Anderes Bein nach vorne. Vor, vor, rück. Vor, vor, rück. Arme gehen weiter. Letzten vier, drei, zwei, bleib hinten, gehen, 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 gehen. Und jetzt mal nur einen Schritt nach rechts, rechts, tap, links, tap, tap, links, tap. So ein bisschen zur Seite. Wenn es dir zu unsicher ist, Hände nach hinten. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Bleib in der Mitte, halte hier und jetzt versuche nach außen, nach innen zu springen. Gerne festhalten, außen, innen, außen, innen. Und wenn du noch fit bist, kannst du deine Arme von der Schulter auch nach oben schieben. Hoch, ab. Wenn die Arme hochgehen über Herzhöhe, wirst du merken, dass auch dein Puls höher geht. Also lass ruhig weg. Halte dich ruhig finden fest. Bauchmuskeln müssen da auch mit. Schaffen wir noch acht? Acht,
7, 6, 5, 4, 3, 2 und gehen. Super. Hingehen. Und jetzt gehst du weiter, nimmst deine Arme zur Seite, Schultern tief, Handflächen schieben nach außen und du machst ganz kleine Kreise. Stell dir einfach vor, du gehst Seilspringen. Nacken ist entspannt, wichtig. Locker. Nach hinten kreisen, rück. Immer noch weiter bewegen. Acht noch. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Und lockere Arme. Einen Endspurt, lass die Schultern mal los und jetzt trippelst du so schnell wie du kannst. Hier am Platz trippeln, komm, 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 Tempo. Schneller. Marschieren. Locker gehen. Sehr, sehr, sehr gut. Atme ganz tief ein und aus. Nochmal ganz tief ein und aus. Ein. Streck dich, zieh dich in die Länge. Und jetzt kannst du dich auch hier mitbewegen. Und vielleicht möchtest du dich auch mal mit den Beinen irgendwo hinstrecken, langziehen. Einfach mal auf dem Stuhl bewegen und dich strecken in alle möglichen Richtungen. Auf jeden Fall noch in Bewegung bleiben. Dann ganz langsam wieder zur Mitte zurückkommen. Ausschütteln, den ganzen Körper so ein bisschen durchlockern. Nacken lockern, Schultern lockern, Beine ausschütteln. Und ein Bein nach vorne setzen. Jetzt versuch mal weit nach vorne auf den Stuhl zu kommen. Knie strecken, Fußspitze anziehen. Und spür die ganze Rückseite. Wichtig ist, dass dein Rücken gerade nach vorne geht. Dehnung Wade, Rückseite Oberschenkel. Wieder zurückkommen, andere Seite, Fußspitze anziehen, gerade Rücken. Vielleicht noch ein Stück weiter. Ganz langsam wieder zurück und jetzt nimmst du ein Bein nach hinten. Ich zeige es dir mal mehr von der Seite. Halte dich ruhig am Stuhl fest, setz dein Bein ganz weit zurück. Wichtig ist aufrecht sitzen und den Hüftbeuger hier spüren. Po anspannen, weit nach hinten schieben. Wenn wir viel sitzen, verkürzen wir da vorne oft. Also mal aufdehnen. Langsam wieder zurückkommen, andere Seite, am Stuhlrücken festhalten, weit nach hinten wegstrecken. Aufrichten, Gesäß anspannen.
Und ganz langsam wieder zurückkommen, auslockern, Beine ausschütteln, Oberkörper, Schultern einatmen. Lang machen, ausatmen, lösen. Nochmal ein, streck dich so richtig lang. Rechts und links zur Decke ziehen, Arme öffnen, Ellbogen zurück und ausatmen. Entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und ich hoffe, dir ist so ein bisschen warm geworden. Wenn ja, ich freue mich über ein Gefällt mir, über einen netten Kommentar und natürlich freue ich mich, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Du findest den Link unter dem Video in der Beschreibung. Wenn du da draufklickst, dann könntest du auswählen, mit wie viel im Monat du mich unterstützen möchtest. Vielleicht 5 Euro oder 10 Euro oder 20, was du willst. Du kannst das jederzeit verändern. Auf jeden Fall danke auch an alle, die mich bereits unterstützen. Wenn du mehr im Sitzen machen möchtest, schau auf meinen YouTube-Kanal. In den Playlists gibt es eine Playlist Hockergymnastik. Also einfach mal da reinschauen. Oder wir sehen uns ganz einfach so bei unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon. Bis dann.